Wir haben hier ein kleines Messer und mit dem werden wir jetzt einfach mal gucken. Batz! Batz! Das macht voll Spaß! Verdammt! Au! Moin Leute, die meisten von euch haben es sicherlich schon mitbekommen. Und zwar hat die gute alte Sturmwaffel vor, ich glaube, 1, 2, 3 Wochen mein UFO-Zimmer geflutet. Nicht mit Wasser oder sonst was, sondern mit 500 Luftballons. So, kurzes Zwischenupdate. Ihr habt es vielleicht in der Timelapse gesehen. Revi hat mir gerade ein bisschen geholfen, was natürlich dann heißt, dass er dann so ein bisschen raus aus der Nummer ist, dass er nochmal was Eigenes kriegt, denn er hat mir jetzt auch wieder zurückgeholfen, ein paar Lücken ein bisschen zu bestreichen. Das ist Zwischenupdate. Hier sind immer noch eine ganze Menge drin, aber ich glaube, wir sind schon so über der Hälfte. Also das sollten schon so um die 200 noch was Stück sein. Und ich hatte bis dato nicht die Zeit, mir das Ganze mal anzugucken. Und ich habe das natürlich in dem Video, ich habe mir das auch selber angeguckt und dachte, nein. Als ob. Wir gehen gleich los. Keine Sorge, doch zuvor möchte ich noch ganz kurz etwas ansprechen. Und zwar habt ihr sicherlich auch mitbekommen, dass ich einerseits einmal in L.A. war und einmal auch in New York. Dadurch musste ich eben auch ein wenig vorproduzieren. Es war alles sehr, sehr chaotisch auf meinem Kanal. Es tut mir leid, teilweise kamen die Videos zu spät. Und manchmal läuft eben nicht alles so rund. Deshalb da nochmal ein Sorry dafür. Es gibt halt so manchmal Phasen, da läuft nicht alles, da ist nicht alles Gold, was glänzt, aber wir werden auf jeden Fall jetzt wieder zurück on the railroad track. Ist das nicht irgendwie so ein Song? Ayo, Captain Jack, bring me back to the railroad track. Von wem ist das Lied? Ich weiß es nicht, egal. Ich schweife ab. Auf jeden Fall Plan für den heutigen Tag. Wir gehen dahin, werden mal gucken, werden den Kram einfach wegräumen. Ich muss mich auch irgendwie an dem Willi rächen. Das geht nicht anders. Irgendwie müssen wir da irgendwas machen. Wir können ihn umbringen. Vielleicht ein bisschen drastisch, gebe ich zu, aber wäre möglich. Nein, nein. Oder vielleicht doch. Nein. Okay, nein, nein, okay, okay. Wir gehen jetzt ins UFO. Hallo, Freunde! Hallo? Ist hier niemand? Also von Smurf weiß ich, dass er nicht da ist. Das hat er mir gerade über WhatsApp geschrieben. Aber was ist denn mit den anderen los? Revi? Trump. Mein Erzfeind. Hallo, Revi, jetzt mal ernsthaft, hallo? Nee, nicht da, der Moloch. Alter, seit wann hat er denn Greenscreen? Und wer ist das? Hallo, Trump. Ich hab dich lange nicht mehr gesehen. Mann, dass du wegkommst! Flutschfinger, Flutschfinger! Okay, hören wir auf mit dem Quatsch. Was mit Felix? Felix? Hallo? Der ist scheinbar wieder ein paar Rennen fahren oder so. Er hat nicht abgeschlossen. Hallo? Ist das ein Prank? Scheinbar nicht. Er hat einfach nicht abgeschlossen. Normalerweise ist sein Zimmer immer abgeschlossen. Warte mal. Das Problem ist nämlich, die gute alte Sturmwaffel hat was in seinem Zimmer vorbereitet, das darf ich nicht filmen. Aber ich werde euch mal ganz kurz was zeigen. Und zwar hat nämlich Felix in meinem Zimmer randaliert, als da schon 500 Luftballons drin waren. Das ist aber kein Grund, meine Müllhalde noch mülliger zu machen. Wow, 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 wow. Ich hab den hochgehoben, weil ich dachte, das ist ein Lego-Tisch, aber da war irgendwas drunter. Oh, okay. Was ist denn passiert? Das bedeutet, dass wir vielleicht ein kleines Opfer. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Obwohl, man hat das im Video auch gesehen. Oh Gott, Alter. Ich hab das jetzt noch. Oh, das gibt es doch nicht. Wieso ist das hier eigentlich so dunkel? Kann mal jemand hier ein bisschen Licht anmachen? Mann, ey. Was soll ich denn? Ach. Das ist doch nicht deren Ernst. Jungs, bleibt hier drin. Alter. Waren das eigentlich wirklich 500 Stück? Oh, fast gestolpert, das ist eine Todesfalle ist das hier drin. Was mache ich denn jetzt mit 500 Luftballons? Und das will ich euch kurz zeigen, weil ich kämpfe mich mal ganz kurz durch. Und zwar hier, da sieht man das auf dem Boden. Das hat Felix umgeschmissen, dann hat er noch hier Lego verteilt. Das weiß ich, habe ich nämlich gesehen in dem Video von ihm. Das bedeutet natürlich, es könnte sein, dass ein paar Luftballons in sein Zimmer wandern. Kann ja nicht wahr sein, dass er hier meint, weißt du, nur weil es hier ein bisschen unaufgeräumt ist und 500 Luftballons hier drin sind, dass das hier auf einmal ein rechtsfreier Raum ist. Nee, nee. Für diesen macht jetzt allerdings seinen Raum zu einem rechtsfreien Raum. Wie transportiere ich möglichst effizient
ganz viele Luftballons. Mit einer extravaganten Schusstechnik, würde ich sagen. Und das nenne ich den Wühler, patentierte Technik. Das muss ich jetzt nur noch knapp 4 Stunden machen, okay, wir nehmen doch nicht den Wühler. Ah, warte, das ist eine super Idee. Und da sagt doch mal jemand, dass Pappe nutzlos sei. Guckt euch das an, das ist perfekt. In kürzester Zeit schiebe ich die hier mit der Pappe einfach hier vorne hin. Warte, Jungs. Die ersten Bälle sind da. Da geht noch was. Toll, dass niemand da ist. Luftballons, hört auf, euch gegen mich zu verschwören. So. Ich bräuchte sowas wie Klebeband oder so. Ich guck mal ganz kurz. Toll, Freddy hat auch kein Klebeband. Dafür hat er aber einen Tennisball. Hoa! Fast die Dinge jetzt getroffen. So Jungs, ihr müsst da jetzt alle bei Felix rein. Türe auf. Rein damit. Das ist doch schön. Da freut er sich, Alter. Hat er auch ein bisschen was zu spielen. So, Schaufeltechnik. Okay. Falls ihr euch übrigens fragt, bitte, warum hast du so heute so Augenringe? Ich habe immer noch ein bisschen Jetlag. Ja, die reichen erstmal. Und damit wir schön pubertär am Ball bleiben, wartet. Nehmen wir hier mal sein Mannequin. Oh, das ist aber sehr eng anliegen. Dann brauchen wir einen kleineren Ballon. Oder von oben perfekt, Alter. Erst rein. Weltklasse! Das ist doch. Das sieht doch gleich doppelt so gut aus. Ich würde ja ganz gerne die ganzen Luftballons hier irgendwo dran kleben. Irgendwie an seinen Simulator oder an den noch ein bisschen was. Warte, dir fehlt noch einer. Auf dem Kopf. So, warte mal. Ich schnappe uns nochmal den hier. Du hast ja auch einen Wasserkorb. Oh nee, das gestaltet sich ein bisschen schwer mit dem Luftballon darunter. Aber wir schaffen das. Ast rein, Alter, wie cool er aussieht. Junge, jetzt hat er Swag. Gut, dann vielen Dank, Felix. Wir kommen jetzt nämlich zum wirklich spaßigen Teil. Und zwar werden wir uns mal irgendwas nehmen, um den ganzen Kram hier zu zerkleinern, Alter. Wir haben hier ein kleines Messer und mit dem werden wir jetzt einfach mal gucken. Batz! Batz! Das macht voll Spaß! Verdammt! Au! Mach das natürlich niemals zu Hause nach. Ich habe hier ein spitzes Messer und so eine komische Warte. Geht das mit dem besser? Und einen Schraubenschlüssel. Nee, mit dem hier ist ja gar nicht. Ich baue das Messer. Hä? Aber die nicht so richtig dick aufgeblasen sind, bei denen funktioniert das nicht. Wenn wir uns den nehmen. Batz! Hier, die in der Ecke, die sehen noch gut aus. Ast rein. Es macht sogar richtig Spaß. Oh, das ist schon wieder so warm hier. Hä? Mal gucken, ob der platzt. Ja! Okay, wir hatten unseren Spaß, sind ja nur noch knapp 250 Stück. So Leute, ich werde jetzt noch mal da vorne im Flur ein bisschen Klarschiff machen, die restlichen Dinger da wegpacken. Die werde ich wahrscheinlich heute nicht schaffen,
Das Problem ist allerdings, wir haben es bereits 19.21 Uhr. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann. Und ich muss so langsam nach Hause, um dieses heutige Video fertig zu schneiden. Leute, kleiner konfuser Vlog mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, vergesst auf gar keinen Fall eine kleine Bewertung dazulassen. Und habt ansonsten noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.